Es ist mir eine Ehre, in eurer Halle Gast zu sein, Taryn Cousland. Ihr habt nie erwähnt, dass ein grauer Wächter hier sein würde, eure Lordschaft. Duncan traf erst kürzlich ein. Unangekündigt. Ist das ein Problem? Nein, natürlich nicht. Vergebt mir. Ich war nur überrascht. Wir haben in der Tat nur selten so hohen Besuch. Mein Sohn, Bruder Aldous, hat dir von den grauen Wächtern erzählt, hoffe ich. Leider nicht endgültig, fürchte ich. Hätten sie uns nicht vor dem Erstarken der dunklen Brut gewarnt, wäre wohl das halbe Land überrannt worden, bevor wir hätten reagieren können. Duncan ist auf der Suche nach Rekruten, bevor er und seine Kameraden uns in den Süden folgen. Ich glaube, er hat ein Auge auf Sir Gilmore geworfen. Offen gesagt, ich denke, euer Sohn wäre ebenfalls ein ausgezeichneter Kandidat. Ehre hin oder her. Wir reden hier von einem meiner Söhne. Ich habe nicht so viele Kinder, dass ich sie gerne in die Schlacht schicke. Oder beruft ihr euch etwa auf euer Konskriptionsrecht? Keine Sorge. Wir brauchen zwar möglichst viele gute Rekruten, aber ich werde nichts erzwingen. Würdest du in meiner Abwesenheit dafür sorgen, dass Duncans Wünschen entsprochen wird? Und jetzt richte Fergus von mir aus, er soll mit den Truppen nach Ostagar vorausreiten. Oben in seinen Gemächern. Er verbringt gewiss noch einige Augenblicke mit seiner Frau und meinem Enkel. Sei ein guter Junge und tu, was ich dir sage. Wir reden später.